Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Wenn wir auf die Welt kommen, dann hat vielleicht doch jeder eine gewisse Berufung in sich, nach der wir suchen. Und doch werden im Leben uns ja viele Herausforderungen gestellt durch ein Schulsystem, durch den Glauben, dass man durch Titel oder Erfolgspositionen in der Berufswelt die Erfüllung findet. Und viele Menschen kommen dann irgendwann mal an den Punkt, wo sie spüren, dass sie sich eigentlich nach der wahren Berufung sehnen oder der Bestimmung sogar. Und wie wir da hinkommen, über das Bewusstseinsfeld, das erfahren wir heute von Stefan Meyer. Bleiben Sie dran. Hallo Stefan. Hallo Corinna. Schön, dass du wieder da bist. Ja, wunderbar. Ich freue mich auch immer, weil jedes Mal, wenn wir so in dem Raum sitzen, merke ich, da entsteht auch so viel Selbsterkenntnis über mich. Ja, also irgendwie jedes Mal, wenn wir über ein Thema sprechen, versuche ich dann auch immer gut mit mir verbunden zu sein und zu spüren, was kommen da schon so für Themen und Antworten. Und deswegen Thema Berufung ist natürlich für mich auch ein wundervolles Thema, ja, weil wirklich sein Glück im, ich sage auch immer, ich arbeite gar nicht, weil ich stehe auf und freue mich einfach. Ich meine, was gibt's für ein Geschenk, wie mit Menschen wie dir wirklich einen Tag verbringen zu dürfen und an diese Themen zu kommen. Aber dennoch, wenn wir das Bewusstseinsfeld fragen, und da hast du ja einen sehr guten Zugang, diese Berufe, die wir jetzt hier ja sowieso übergestülpt bekommen haben, diese Systeme, wo man ja auch immer mehr merkt, die Kinder kommen darin gar nicht mehr klar. Auch jetzt viele Erwachsene sagen, ich will da raus. Mhm. Wie macht sich das bemerkbar? Also ich würde erst mal wieder sagen, um das so ein bisschen aufzulockern, viele von uns sind in einer gewissen Zeit in ihrem Leben klargekommen mit den Systemen. Mhm. Oder wenigstens unsere Vorgänger sind auch damit klargekommen, auf eine Art und Weise. Das heißt, dieses System ist mal wieder eine Auswirkung von dem, was wir auch sind. Es ist nicht so, dass wir Pech haben, in irgendwelchen Systemen zu landen. Alles passiert im Resonanzprinzip. Und das heißt, wenn ich in mir Enge habe und Strukturen und Glaubenssätze, alles, was mich so verengt, dann ist es klar, dass ich ein System im Außen sehe, in dem ich mich befinde, was das ebenso abbildet. Und irgendwann kommt im Laufe der Entwicklung dieser Impuls oder mehrere Impulse, wo ich mich darüber hinaus entwickle. Und dann ist es aber wichtig, finde ich, nicht auf das System zu schimpfen und es verantwortlich damit dafür zu machen, dass ich in einer gewissen Enge bin, sondern ich müsste eher mich verantwortlich dafür machen, dass dieses System im Außen ist. Also es umkehren, weil dann komme ich auch in die Kraft. Und wenn wir über Berufung und Bestimmung sprechen wollen, dann müssen wir in unsere eigene Kraft kommen und nicht sagen, der ist schuld und der ist schuld, sondern die kosmischen Gesetze auch betrachten und sie auch wirklich akzeptieren und auch anwenden. Also heißt es, die Systeme sind da und die Jobs und die Firmen und die Konstrukte und was auch immer, welche Lobbyisten, die sind auf eine Art und Weise da, weil das Kollektiv sie bildet. Und wenn wir das als Grundlage nehmen und dann sagen, so, jetzt hat es mich aber irgendwie ein bisschen wachgeschüttelt. Jetzt merke ich auf einmal, das entspricht mir nicht mehr. Mhm. So in die Schule möchte ich nicht mehr. So in einem Angestelltenverhältnis, das fühlt sich nicht stimmig an. Aber ich weiß auch noch nicht, was. Sondern erstmal die Unstimmigkeit ist da, dann muss ich auch das mal akzeptieren und sagen, ich habe jahrelang gegen meine wirkliche höhere Wahrheit gelebt, gegen meine innere Stimme. Ich habe da keine Anbindung gehabt. Es ging auch nicht, weil meine Eltern das auch nicht hatten. Also alles geht so ineinander. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich mich neu orientieren muss. So, und jetzt stellen wir mal dieses Thema Berufung dahin. Das ist natürlich für viele Thema Nummer eins. Neben Gesundheit und so ein bisschen Wohlbefinden möchte ich eine Arbeit haben, zu der ich mich berufen fühle. Und diese Arbeit, die ist grundsätzlich da, aber sie kann erst kommen, wenn ich innerlich auch dazu in der Lage bin. Also, wenn etwas in mir bereit ist, in Resonanz ist, und das ist bei vielen Menschen noch nicht so. Im letzten Interview hatten wir darüber gesprochen, jeder sieht sich ein bisschen anders, selber, im Selbstbild, als wir eigentlich sind. Und das ist auch bei der Berufung oft so. Wir meinen, wir sind schon so weit. Ja, ich möchte jetzt mit Menschen arbeiten.
So, wenn ich das aber anfange, dann kommt keiner, weil ich überhaupt nicht in dieser Resonanz bin, weil in mir ganz viele Themen noch sind, die sagen, ich darf nicht sichtbar sein, ich bin wertlos, ich habe noch hier eine Fremdenergie, ich habe hier eine Traurigkeit, ich fühle mich nicht gesehen, in mir fließt kaum Energie. Dann kann ich nicht für Menschen arbeiten. Dann kann ich quasi noch gar nicht auf diesem Platz sein, der für mich grundsätzlich zur Verfügung steht. Das heißt, wenn wir über Berufung sprechen, müssen wir über Selbstverantwortung sprechen. Und die Berufung ist dann da, wenn ich soweit bin. Also, wenn sie noch nicht da ist, ist die Frage im Raum, warum bin ich nicht soweit? Was in mir ist die Ursache dafür, dass ich nicht in einer Arbeit bin, die nährend ist, wohlwollend, erfüllend und auch, die auch mich versorgt? Ich erinnere mich gerade an meine erste Anstellung und die letzte, weil das war ein Geschenk dieser Chef damals. Der hat also wirklich es geschafft, ein Feld zu schaffen, wo Leute so tyrannisiert wurden, bis zum Schluss wirklich der Punkt kam, wo er gesagt hat, naja, ich kann nicht zur Beerdigung meiner Oma gehen, weil ich arbeiten muss. Und werden wir durch solche Menschen an Punkte geführt, wo wir irgendwann sagen, so, und jetzt reicht's? Ich meine, diese Situation hat dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, ich gehe in die Selbstständigkeit. Mir sagt keiner mehr, ob ich meine Oma noch sehe oder nicht. Also das musste so hochgespitzt werden. Ich bin dankbar jetzt dafür, dass es so jung schon war. Ich meine, das war ja damals dann wirklich diesen Mut zu sagen, ich gehe, auch wenn ich nicht weiß, was kommt. Und durfte dann die Erfahrung machen, ich bin aus dem Laden raus und hatte am gleichen Tag 5 Jobangebote in meiner Selbstständigkeit. Also, aber diesen Mut, das zu erkennen, dass hinter dieser Schikane oder was ich damals gedacht habe, wie kann man moralisch so unterirdisch sein, eigentlich das größte Geschenk war, jetzt rückwirkend betrachtet. Ganz viele Dinge im Leben sind wie ein Test. Das Leben auf wundersame und höchst intelligente Art und Weise bringt uns immer wieder Möglichkeiten, um für uns selber herauszufinden und vielleicht auch für die höheren Ebenen, wo stehst du gerade? Und da gibt es dann diese Rausschmeißer vermeintlich, die quasi dich wie aus dem Laden rausschmeißen wollen, die aber richtig große Angst haben, weil sie Angst haben, außerhalb dieses Ladens zu sterben, die halten sich fest. Und die halten es dann aus. Und die leiden und leiden unter diesem Rausschmeißer. Und dann gibt's dann diese Krankheiten, oder? Dann wird es immer übler. Erst fühlt man sich unwohl, dann geht es immer tiefer in den Körper. Ich lebe gegen meine Wahrheit, ich werde krank und ja, bis hin zu schlimmsten körperlichen Symptomen. Und dann gibt es die Menschen, die im Laufe ihrer Entwicklung an eine Kraft und an ein Vertrauen gekommen sind, auch wenn es nicht riesig ist, aber irgendeine Ausprägung hat, die sagen, okay, und jetzt reicht's. Jetzt ist Schluss. Im Nachhinein könnte man sagen, herzlichen Dank, dass du so warst. Ich gehe. Also das Leben bietet immer wieder Möglichkeiten an, mich zu entwickeln. Und wenn ich es so sehe, dann brauche ich nicht sauer auf den zu sein, der Ausführende ist, sondern kann sagen, ah ja, okay, herzlichen Dank. Habe ich bis jetzt gar nicht wahrgenommen. Habe ich anscheinend meine innere Stimme, die mir vielleicht schon seit 2 Jahren sagt, es ist nicht deine absolute Wahrheit, es ist nicht deine letzte Bestimmung, habe ich nicht wahrgenommen. Und jetzt wird's deutlicher. Also immer wieder zu schauen, was möchte das Leben von mir? Hinzufühlen, in Verbindung zu sein, fühlt sich das wahr an? Wo fühlt sich jetzt der richtige Weg an? Wo soll ich hin? Und der richtige Weg muss nicht immer sein, ich weiß detailliert, wo es hingeht, sondern ich weiß teilweise einfach mal nur, das ist es nicht. Ja. Und das ist es nicht. Und solange ich noch nicht weiß, was es das Richtige ist, bleibe ich mal so in diesem Zwischenraum. Das passiert nämlich sehr oft. Das Alte löst sich, das Neue ist noch nicht da. Ich bin im Zwischenraum. Aber zu sagen, das nicht, das nicht, das nicht, das grenzt schon mal ein, was es dann eventuell später mal sein könnte. Jetzt hast du ja erzählt, wirklich die Menschen können innerhalb von 4 Tagen in deinem Seminar auf dieses Bewusstseinsfeld zurückgreifen. Ich unterhalte mich gerade immer wieder mit Menschen, die beruflich sagen, nein, ich weiß jetzt, was es nicht ist, aber wie soll ich denn meine Familie ernähren oder mein Kredit oder mein Kind studiert oder was auch immer finanzieren, wenn ich gar nicht weiß, was soll ich denn leben? Also das sind bestimmt auch Menschen, die ganz viel zu dir kommen gerade, ja, die gerade wissen, was sie nicht wollen,
Absolut. Aber die sich jetzt über deine Methode wirklich in der Lage sind, mit ihrem Bewusstseinsfeld zu verbinden. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also angenommen, ich komme zu dir und sag, ich weiß nicht, wo die Reise noch hingeht. Mhm. Dann sage ich, das allererste, du musst Verantwortung für diese Situation übernehmen. Mhm. Das heißt, du hast es auf irgendeine Art und Weise kreiert, es ist da und man kann Situationen, die man über längere Zeit kreiert hat, bewusst oder unbewusst, nicht einfach innerhalb von einer Woche verändern. Also zu sagen, ich möchte etwas verändern, aber noch ist es da. So, und dann kann man schauen. Der nächste Schritt ist, fühl mal. Fühl mal, wo hast du das Gefühl, möchte es, könnte es hingehen. Also du fängst an, dass der Raum sich erweitern darf. Mit dem Bewusstseinsfeld ist es total einfach, weil durch diese einfache Meditation, du gehst rein, im Bewusstseinsfeld nimmt man alles deutlicher wahr. Es ist ja so, als ob das das eigene erweiterte Bewusstsein ist. Also nicht als ob, es ist es, das eigene erweiterte Bewusstsein. Das heißt, du betrachtest dort deine Situationen im Leben und nimmst wahr, es gibt etwas außerhalb davon, nur bin ich noch nicht in Verbindung damit. Also es entsteht durch diese Reise, durch das Betrachten im Bewusstseinsfeld ein Vertrauen, wo der Körper anfängt, in sich Themen dann wie zu öffnen. Also der fängt dann an und macht dir bemerkbar, ah okay, warum war ich überhaupt dort oder bin ich dort? Was ist die Ursache dafür? Da sind die Sorgen, da gehe ich in die Spuren von meinem Vater, da gibt es Energien, wo ich Angst hatte. Also ich fange an, die Themen in mir zu lösen, die dafür verantwortlich sind, dass ich an diesem Ort gelandet bin. Gleichzeitig bleibe ich aber noch, weil ich muss noch Geld verdienen, ich muss meine Familie versorgen, also ich muss es auf eine Art und Weise noch aushalten. Das ist dann oft so, dass man diese zwei Seiten in sich hat. Ich merke, wie der Raum immer freier wird, weil ich meine Themen bearbeite, meine Ängste, merke, wie es mich langsam da raushebt aus diesem Job, ich aber das Geld immer noch brauche und sich das Neue noch nicht zeigt. Und dann sage ich, okay, was macht man ganz praktisch? Du weißt, es möchte sich beenden, also fang an zu sparen. Werde einfach. Lebe ein einfaches Leben. Lege ein bisschen was zurück. Versuch dich vorzubereiten für eine Zwischenphase, wo du weißt, hier gehe ich nicht mehr hin, aber das Neue ist noch nicht ganz da. Und auch hier wieder das Bewusstsein, dieser große Raum, der lässt uns nicht einfach sterben. Wir sind nicht hier, um einen Job zu kündigen und danach ins Bodenlose zu fallen. Das passiert nicht. Außer wir machen es aus einer Trotzreaktion heraus. Mhm. Aber wenn es im Einklang mit uns ist, wenn es sich wahr anfühlt, hier kündige ich jetzt, weil ich meine Themen gelöst habe, das Neue ist aber noch nicht da, dann wird es für die Zwischenzeit Lösungen geben. Und ich habe es hundertfach, tausendfach erlebt, bei mir selbst, bei anderen. Man weiß nicht, wie soll es gehen und morgen, einen Tag später, eine Woche später kommt die Lösung und sie ist dann da. Also wenn ich fühle, es hat sich beendet, dann kann ich rausgehen und bleibe im Vertrauen, dass es diese Zwischenzeit braucht. Aber ich darf nicht anfangen zu denken, ah, ich wollte doch eine Praxis aufmachen mit Menschen, das war mir doch das Wichtigste. Jetzt kommt aber keiner. Also ich muss den Sachen auch ein bisschen Zeit geben und immer wieder überprüfen, was habe ich mir nur gewünscht und aus mir heraus produziert und mal in Verbindung sein und fragen, was ist wirklich real? Was ist jetzt möglich? Und so arbeite ich mich raus, mache ein einfaches Leben, spare ein bisschen, habe Zeit für Zwischenräume. Und dann kommt was Neues, obwohl ich mir das gar nicht denken konnte, weil das Universum ist so unglaublich. Es bringt aus dem Nichts, wenn es soweit ist, die neue Geschichte, das neue Leben. Mich würde mal interessieren, gerade so in der spirituellen Szene begegnen mir immer wieder Menschen gerade, die sagen, oh, mein größter Wunsch ist, ein Seminarzentrum aufzumachen, Begegnung, wo alle Seminarleiter sich treffen. Oder es gibt dann die, die sagen, ja, ich spüre, ich bin Heiler. Also das ist was, was sich gerade relativ häufig wiederholt in meinem Umfeld. Und ich bin so ein bisschen am Überlegen, ist es jetzt so ein Ego-Ding, das sage ich mal in dieser spirituellen Entwicklung, dass man denkt, man muss es dann halt machen, diesen Wunsch zu haben? Oder steckt es wirklich dahinter, dass wir im Kollektiv vielleicht eine neue Art des Lebens schaffen wollen und schon so viele Menschen das vorbereiten? Also, oder lenkt man sich noch ab von seiner eigenen Essenz? Es ist eine echte Herausforderung, weil auf der einen Seite meldet sich die Stimme in mir und sagt, ja, ich möchte etwas zur Verbindung beitragen, ich möchte in Gemeinschaft leben, ich merke, da sind Energien, die wollen sich ausprägen, ich bin eine Art Heiler, ich bin für andere Menschen da, potenziell, es ist möglich. Und dann muss man halt auch gleichzeitig, obwohl man all diese Möglichkeiten wirklich offen lässt,
trotzdem dann schauen, was ist jetzt realistisch möglich. Und da wieder nicht auf der einen Seite schon denken, alles geht und alles geht sofort und gleichzeitig aber auch zu betrachten, passiert es denn schon? Und ich empfehle den Menschen bei mir in den Kursen immer, guck mal, ob das Leben dir von alleine schon mal das erste Zeichen wirklich im Außen gibt. Weil wenn Menschen zu mir kommen und sagen, also wenn ich bei dir bin, fühle ich mich immer wohl. So wie du das hier machst, so wie du dich um Menschen kümmerst, das ist sensationell, bei dir ist alles einladend. Dann ist das schon mal ein Indiz dafür, ah okay, ich bin vielleicht geeignet, das Universum spricht zu mir. Oder es gibt aus deinem Umkreis Menschen, die sagen, du hast dich so verändert, kannst du mir auch mal helfen? Kannst du mir mal eine Sitzung geben? Ich habe zwar noch kein Geld und so, aber es interessiert mich. Und dann merkst du, es klopft an. Und dann sage ich immer, okay, da wo es beginnt im Leben, sich wirklich in 3D zu zeigen, dann fang an mitzufließen. Bitte stell dich nicht hin und denk es dir aus. Es gibt Menschen, die haben einen ganz inneren Drang, einen ganz starken und sagen, ich muss es jetzt tun. Da zeigt sich noch nichts, ich muss dieses Seminarhaus kaufen, ich muss diese Praxis aufmachen. Okay, dann ist es so, dann mach es, vertrau dem. Und wenn du dann merkst, irgendwo kommt es in Stocken, guck währenddessen, was sind die Ursachen dafür. Also manchmal startet der Weg mit einem Boom und dann sollte man aber aufmerksam dafür sein, dass ich immer in Resonanz sein muss, dass auf dem Weg meiner Entwicklung sich die Themen zeigen und ich sie anschauen muss. Und wenn man nicht dieser Typ ist, wo man gleich mit dieser Explosion startet, dann sage ich immer, arbeite so lange an dir, bis es im Außen von alleine anfängt. Könnte dieser Wunsch nach so einem Seminarhaus auch ein Kompensationsprinzip sein? Absolut. Für was steht das denn? Weil da steckt ja bestimmt ganz viel dahinter an Wunsch. Das kann Einsamkeit sein. Ich fühle mich einsam, möchte mit Menschen zusammen sein. Ich fühle mich nur wohl, wenn ich für andere was gebe und die sich dafür bei mir bedanken. Also ich kompensiere meine Kleinheit, mein Wertlosigkeitsgefühl. Ich möchte die Erde retten und muss jetzt ein Seminar ausmachen, wo dann Menschen gerettet werden, weil ja, ich lenke von mir ab, ich will die anderen retten, aber ich selber darf gar nicht auf mich schauen. Das kann immer sein. Und man weiß es aber am Anfang oft nicht hundertprozentig. Und man sollte nicht aus einer Kritik oder aus einer Obervorsicht heraus sagen, nee, dann mache ich es nicht. Sondern ich finde immer, dass man dem Gefühl trauen soll, aber dann immer eine sehr konsequente innere Entwicklung dabei laufen lassen muss. Ja, aber wenn ich jetzt an unsere Interviews denke und an die Art, mein Bewusstseinsfeld zu kommunizieren, kann ich doch wirklich fragen, ist es meine wahre Berufung oder was steckt wirklich dahinter? Und was steckt wirklich dahinter? Und ja, dann komme ich doch an meinen eigenen inneren Wunsch, was mir eigentlich so fehlt und was ich darüber kompensiere. Das sollte man doch eigentlich mit jedem, was einem so in der Berufung in den Sinn kommt, wirklich überprüfen, oder? Im besten Fall ja, dann bräuchte das aber ein bisschen Zeit, weil ich teilweise solche Wünsche auch in mir habe, die mir so stark suggerieren, dass ich das machen soll, dass ich meine Wahrnehmung dadurch trübe. Und wenn ich so einen starken Wunsch habe und mal sage, okay, ich gebe mir jetzt mal 2 oder 3 Monate Zeit, um das zu überprüfen. Das heißt, ich schaue da mal rein, gehe ins Bewusstseinsfeld, okay, ist es wirklich wahr? Geht es wirklich darum? Und dann sehe ich, ja, okay, es fühlt sich richtig an. Dann löse ich mal ein Thema und merke, es fühlt sich stimmig an. Und irgendwann später betrachte ich es nochmal mit jemand anderem. Also ich stelle es mal ein bisschen auf die Probe, ohne sofort reinzuspringen. Das funktioniert perfekt. Ja, dass man wirklich mal an die wahre, weil da hatte ich jetzt auch den Eindruck, dass es so ein bisschen Ablenkungsmanöver sind gerade kollektiv, aber man merkt so. Es ist manchmal Ablenkungsmanöver und manchmal ist es einfach schon 5 Schritte nach vorn gefühlt. So nach dem Motto, da ist grundsätzlich eine Energie, ich möchte Gemeinschaft bilden oder ich möchte jemand sein, der andere unterstützt und ein Heiler ist. Aber ich persönlich bin noch nicht so weit. Und das, was ich jetzt initial merke, möchte sich am Ende gar nicht in dieser Ausprägung manifestieren, wie ich mir denke. Sondern weil ich da auch noch in Bahnen bin, weil man kann sehr wohl ein Heiler sein, indem man musiziert. Zum Beispiel. Man kann eine Gemeinschaft haben, nicht in einem Seminarhaus, sondern man kümmert sich im Regionalen um etwas. Und da deswegen auf der einen Seite diese höheren Bewusstseinsebenen dazuzunehmen, weil es viel leichter ist und gleichzeitig im praktischen Leben zu schauen, was geschieht? Fängt es irgendwo an? Kommen mir Dinge näher?
Weil ich sehe das auch so, es ist nicht so, dass ich im Leben zu irgendwas hingehe, sondern in Wahrheit sind wir der Mittelpunkt unseres Universums. Das ganze Universum dreht sich um mich. Nicht, weil ich egoistisch bin, sondern weil ich hier diese Schöpfung bin. Mhm. Du bist ab und zu mal Teil meines Universums, kommst quasi vorbei, dann gehst du wieder weg. Andere Sachen kommen zu mir. Energetisch bewege ich mich eigentlich nicht. Und wenn ich hier sitze, mich um meine Themen bemühe, mich quasi in meiner Schwingung erweitere, weil ich niederschwingende Themen löse und Hochschwingendes integriere, dann kommen auch immer mehr hochschwingende Dinge, die mir entsprechen. Und so kann ich mich zu meiner Berufung hinarbeiten, ohne verkrampft sein zu müssen, weil das ist ja auch noch was du angesprochen hast. Die Berufung, das übersetzen wir ja oft mit einem Beruf. Man könnte es auch ein bisschen weiterführen, wozu ich berufen bin oder darüber hinaus, warum ich eigentlich hier bin. Wozu bin ich eigentlich auf die Erde gekommen? Meine Bestimmung. Und die ist nochmal ein bisschen höher schwingend als die Berufung, weil viele Menschen kleben auch so an diesem Job, weil das System einfach noch so ist und das auch so suggeriert. Mhm. Man könnte das ein bisschen loslassen, ein bisschen freier sein lassen, dann ist es nämlich auch leichter, es zu finden, als wenn ich meine, es muss in dieser Bahn stattfinden. Heiler, Seminarhaus. Wenn ich es aufmache, was ist alles möglich? Ich möchte mich eigentlich wohlfühlen. Das Geld lasse ich jetzt mal weg. Ich möchte mich wohlfühlen. Und das würde beinhalten, dass ich da ein bisschen Geld habe vielleicht oder einfach Essen, Menschen um mich herum und dann mal schaue, was möchte sich hier ergeben. Dann ist es leichter, nicht das Falsche zu wählen. Dass man wirklich sagt, man macht sich auch mal bewusst, was einen wirklich glücklich macht. Mhm. Ja, ist ein und Anfang. Und nicht mit dem Gedanken jetzt einen Beruf sucht, sondern ich fand es auch ganz spannend. Habe ich von heute auf morgen alle Aufträge verloren. Hat eine Firma in Deutschland, zack, alles war weg. Mhm. Jetzt hätte ich natürlich auch in Angst, Panik verfallen können, wenn du natürlich alles selber managed, Haus, Kinder und alles. Aber ich habe mich hingesetzt und ich habe aufgeschrieben, für was öffne ich mich jetzt? Mhm. Menschen mehr tief begleiten. Also ich wollte einfach mehr wissen über ganzheitliche Gesundheit, alternative Heilmethoden. Dafür habe ich gebrannt. Und eben mit Menschen arbeiten. Aber mehr Spiritualität. Mhm. 2 Wochen später war ich hier. Mhm. Also sprich, ich wusste nicht, dass ich Moderatorin werde. Aber die Essenz, die ich vermitteln will, die ist 100% hier. Also habe ich mich nicht eingeschränkt durch irgendein Berufsbild, sondern ich bin über das, was mich glücklich macht, oder? Was mich zündet. Du bist deinem Gefühl gefolgt und hast etwas für dich gemacht. Mhm. Dadurch hast du dich energetisch verändert und bist dann in einer ganz anderen Resonanz für die Dinge, die zu dir kommen wollen. Weil da gibt es viele verschiedene, das Universum funktioniert eigentlich so, dass es alle Möglichkeiten gibt, die man sich ausdenken kann und auch nicht. Also alle Möglichkeiten. Und das, was ich selber bin, das ziehe ich an. Also du führst ein Leben, du siehst das, was du selber bist. Und wenn du dich veränderst, dann verändert sich das auch, was du anziehst. Und wenn du aktuell in deinem Leben mit etwas in Resonanz gehst, was sich nicht stimmig anfühlt, dann kann man das beenden. Oder wenn es sein muss, lässt man es erstmal noch laufen, verändert sich selbst durch das, was einen nährt. Ja, und du hast einfach gefühlt, was interessiert mich wirklich. Man kann genauso fühlen, was nährt mich, wo habe ich das Gefühl, da verändert sich energetisch was in mir, dann mache ich das und dann bin ich in einer anderen Resonanz. Und wenn ich das mal über 1-2 Jahre mache oder vielleicht sogar mal über 4 Jahre, dann wird jeder woanders sein, als er gestartet ist. Jeder. Aber das ist auch der Punkt, gebt den Sachen bitte ein bisschen Zeit. Nicht immer alles gleich sofort, weil das geht nicht. Der Körper braucht ein bisschen Zeit, da müssen sich Sachen erstmal akklimatisieren, dann kommen die neuen Geschichten langsam zu mir ran, da drehen sich quasi wie energetische Räder. Es ist schon möglich, dass alles sofort passiert, definitiv. Es ist immer alles möglich, aber wir sind dazu meist nicht in der Lage. Also ein bisschen Zeit geben, sich selber verändern, selber zu schauen, wie kann ich mich weiterentwickeln und dann kommt auch das Neue. Und so komme ich Schritt für Schritt näher an meine Berufung. Könnte das auch so stellvertretend für dieses sprichwörtliche Loslassen stehen? Dass ich sage, okay, ich habe jetzt, so habe ich es ja auch damals aufgeschrieben, für was ich brenne. Und dann
so insofern losgelassen, dass ich einen Druck rausgenommen habe und gesagt habe, so und jetzt kann es ja kommen, auf welchem Weg auch immer. Dass du dann wirklich dann auch so wie dein Sichtfeld öffnest für alles. Und das Energiefeld vor allem, das ist noch mehr. Weil Sichtfeld denken die Leute ja, okay, dass ich dann sehe, wo ist es. Aber nein, das Energiefeld. Und ja, loslassen ist immer ein Thema. Und loslassen funktioniert aber erst dann, wenn ich wahrnehme, was ich denn loslassen könnte. Weil ich kann nicht loslassen, was ich nicht wahrnehme. Also braucht es mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit. Und dann setze ich mich mal hin oder gehe spazieren und fühle mal, wo habe ich mich eng gemacht, wo habe ich vielleicht Sorgen, wo ist ein Thema. Oder ich verbinde mich mit dem Bewusstseinsfeld, wenn ich es gelernt habe. Oder gehe irgendwo hin, wo ich es lernen kann. Und dann nehme ich die Dinge wahr, die mich begrenzen. Und dann lasse ich sie los. Und zwar dadurch, dass ich fühle, hier ist eine Begrenzung. Und jetzt spiele ich mal damit, wenn ich die Begrenzung rausnehme und mal erlaube, ah, ich könnte auch Sänger sein. Ja, ich könnte auch im Ausland arbeiten. Ah, ich könnte auch eine Familie gründen mit 10 Kindern. Einfach mal wirklich zu fühlen, das weit aufzumachen. Und dann habe ich die Möglichkeit, dass das Universum mir die Dinge auch bringt. Weil wenn ich immer nur dahin schaue, weil ich glaube, das ist es, dann bemerke ich nicht, dass von hier schon lange etwas angefangen hat. Also ja, das ist das Loslassen und das ist sicherlich ein lebenslanger Prozess. Nur ganz kurz abschließend noch. Wenn wir gerade in so einem Wandel sind, wo sich unsere Gesellschaft wirklich verändert, gehen wir mal davon aus, es würde wirklich so ein Change stattfinden, dass eben diese alten Berufe gar keinen Sinn mehr machen. Und dass es jetzt bestimmt neue Berufungen, lebbare geben wird in Zukunft, die wir aber noch gar nicht erfassen können mit unserem Kopf. Dass wir jetzt nur den inneren Ruf spüren, oh, da kommt was Neues. Ich will was anderes, aber dadurch, dass das System hier noch in diesen alten Strukturen funktioniert, müssen wir vielleicht erstmal warten, bis es wirklich vielleicht demontiert oder abgebaut ist, um dann das Feld überhaupt zu öffnen, dass wir jetzt noch gar nicht das Leben können, was in uns ruft. Ja, ist teilweise so, aber das, was ruft, ist auf eine Art und Weise auch schon da. Und es gibt ganz sicher Dinge auf der Erde, die schon manifestiert sind, die wir gar nicht kennen. So wie ich damals als Wirtschaftsingenieur vom Lesen im Feld überhaupt gar nichts wusste, dass es das gibt. Nichts. Ich hätte es ja belächelt auch. Und auf einmal wird das ein Thema in meinem Leben. Und ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass das ein Beruf sein soll und dass der richtig Spaß macht und dass man davon leben kann, dass man da ganz viele Menschen auch inspirieren kann. Also ich musste da auch erstmal reinwachsen, aber an meinem Beispiel sieht man auch, es ist möglich. Es braucht wahrscheinlich für den Menschen ein bisschen Zeit, aber es kann schon lange da sein, obwohl ich es überhaupt nicht kenne. Also ich muss nicht zwingend davon ausgehen, dass das System sich noch verändern muss. Denn ich glaube persönlich von dem, wie ich es wahrnehme, dass es das System so auf eine Art und Weise noch gibt. Eine Weile. Dass es wirklich länger braucht, als die meisten Menschen das denken, bis sich das wirklich ausschleicht. Es verfestigt sich ja eher noch. Und dass aber viele aussteigen und parallel ein Leben dazu leben. Und dieser Ausstieg, der braucht Zeit. Weil ich habe gewisse Themen, da gibt es etwas, da muss ich erstmal das mit den Eltern klären. Welche Beziehung habe ich zu meinem Vater? Welche Traurigkeit noch von der Mutter? Welche Ängste habe ich übernommen? Was hängt bei den Ahnen? Dann gibt es Kollektivthemen, die wirken. Und nach steigt man selber aus diesem System aus. Und erst dann ist es überhaupt möglich, wie eine neue Wiese zu betreten. Aber man kann definitiv davon ausgehen, man muss nicht warten, bis das System sich verändert. Man kann austreten und quasi in diese Parallelwelt eintreten, die hier auf der Erde stattfindet. Und so habe ich es auch gemacht. Und da funktioniert es auch. Und dann ist es ziemlich egal, ob es ist oder andere Geschichten, die da im Außen stattfinden, ob die jetzt manipuliert sind, ob die so sind, das spielt gar keine Rolle. Aber du findest deinen eigenen Weg. Und es gibt genug Ressourcen, um das zu leben, auch was man ist. Also es braucht ein wiederkehrendes, eine Ruhe, das zu betrachten und einen inneren Entwicklungsprozess. Ganz entspannt, immer weiter und irgendwann fängt es an. Also dieses Vertrauen auch. Ich mache mich auf den Weg, aber am Anfang des Weges habe ich den Weg nicht beendet, sondern auf dem Weg kommen die Herausforderungen. Hast du gerade was für die Menschen, die sagen, ich weiß überhaupt nicht wohin und möchte auch einfach in meinem Bewusstseinsfeld mal schauen, was da für Antworten kommen?
Also es gibt die Möglichkeit natürlich vorbeizukommen in einen Workshop. Das ist für 85-90% lebensverändernd. Ja, man kann auf der Website mal schauen und sich da einen Termin aussuchen, das Bewusstseinsfeld, das-bewusstseinsfeld.de. Und da gibt es viele Möglichkeiten, die man gar nicht dachte, dass sie vorher da sind. Also was es aber immer braucht, ist, dass man ein gewisses Gefühl hat. Ja, okay, es spricht mich irgendwie an. Und auch für die vielleicht nochmal, die noch im Zweifel sind. Ja, andere können das, ich kann das nicht. Oder klar, der kann das vielleicht, aber wie ist das für mich? Das kann jeder lernen. Das ist unglaublich. So einer von 100 oder einer von 200 tut sich wirklich schwer. Alle anderen lernen das, haben dann diese Möglichkeiten, bloß können sich vorher gar nicht vorstellen, dass es diese erweiterten Ebenen gibt, dass man die im Alltag nutzen kann, dass man sich da anbindet. Und wenn man sich da mehrfach mit dem Bewusstseinsfeld verbunden hat, irgendwann hast du das auch im Alltag. Da siehst du Situationen und gleichzeitig siehst du noch, welche Informationen dahinter stecken und so. Also ja, man kann vorbeikommen, man kann sofort damit starten. Und es ist eine echte alltägliche Unterstützung, wo man mal ganz locker 80% seiner Themen damit selber lösen kann. Super. Sehr spannend. Und ich freue mich immer, wenn du da bist, weil man kommt immer so ein bisschen ein Stück weiter auch im Leben. Und ich nutze natürlich auch für mich. Das, weil es einfach einen zu sich nochmal bringt, ja, so die Fragen innerlich zu stellen und trotzdem faszinierend. Auch nur schon, wenn du da bist, komme ich schon besser an meine Antworten ran. Nur dadurch, dass du irgendwie ein Feld aufmachst, wo schon einfach die Informationen viel schneller da sind. Danke dafür. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ganz bestimmt. Danke. Danke, Corina. Bis bald. Ja, ich hoffe, dass genau dieser Effekt vielleicht auch schon bei Ihnen zu Hause auch ankam, dass wir doch viele Antworten in uns haben. Wir dürfen uns einfach nur dafür öffnen. Und bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald, wundervolle Zeit und tschüss.